Hallo und grüßt euch. Heute in dem Teil möchte ich euch zeigen, wie man in die CTI-Raupe die Pendelei einbaut und welche technischen Auswirkungen dass das auf den Spielspaß hat. Das war dann der Kandidat, da wo ich die Pendelei eingebaut habe. Zu mir ist das Modell von einem Bekannten gekommen, in einem wesentlich anderen Zustand. Ich blende euch dazu mal schnell ein Foto ein. Ich habe so einiges an dem Modell abgeändert. In erster Linie einmal die komplette Lackierung, dass einfach die Raupe noch mehr wie eine Original-Liebherr-Schubraupe ausschaut. Dann Beleuchtung habe ich umgebaut. Vorne die Arbeitsscheibenwerfer aus Aluminium, die wo ich auch in meine Modelle verbaue. Hinten Arbeitsscheibenwerfer, auch aus Aluminium, so wie ich es in meine Modelle verbaue. Dann alles komplett vorm Lackieren noch geschliffen und gespachtelt, weil da die Oberflächenstruktur einfach nicht schön war von den 3D-Druckteilen. Da ist bei dem Modell, wie das zusammengebaut worden ist, nämlich bloß dünner Spritzspachtel oder was drüber gekommen. Das hat noch nicht so gut ausgeschaut. Dann habe ich die Kabine professioneller befestigt. Da sind jetzt im Inneren, erstens mal habe ich ein lang genuges Kabel gemacht, dass man die Kabine irgendwo hinstellen kann. Zum Akku wechseln zum Beispiel. Dann habe ich das Ganze mit Stecker versehen, dass man das auch abstecken kann, wenn man das Modell mal zerlegen will oder irgendwelche Reparaturarbeiten drauf hat. Und dann habe ich auch das Führerhaus komplett zusammengeschraubt, habe da innen drin die Elektrik neu gemacht für Licht und für Rundumlampe, habe dann da so, ich glaube, dass das so Klipse normalerweise für Schränke oder Schubläden oder sowas sind, habe ich dann neu gemacht, dass man halt die Kabine ganz einfach abstecken und auch wieder entnehmen kann. Die komplette Verkabelung habe ich überarbeitet, alles mit Stecker, so dass man es komplett zerlegen kann. Ausgerüstet oder hergerichtet habe ich das Ganze so, dass man von mir den Lithium-Ionen-Akku verwenden kann, den wo ich immer baue für meine Modelle. Das sind 18650er Zellen. Da kommt man dann mit so einem Pack in der Größe auf 6300 oder 6200 mA. Da kommt man dann nämlich schon sehr weit oder kann man sehr lang spielen mit so einem kleinen Funktionsmodell. Innen drin dann eine Ablage, wo halt der Akku reinkommt und drunter die ganze Elektrik. Das werden wir jetzt auch schnell noch zerlegen, weil ich möchte euch ja die Pendelei zeigen. Dafür ist da der Vorderwagen, die Motorhaube mit 4 Schrauben von unten befestigt. Das ist das Allereinfachste bzw. das Allerbeste, weil die Motorhaube vorne, die muss man ja nicht abnehmen können. Beziehungsweise halt nicht leicht abnehmen können. Das ist ja in Ordnung, wenn man da die 4 Schrauben rausschraubt. Man muss ja dann normalerweise nicht neu, außer man hat halt irgendwelche Reparaturarbeiten oder irgendwas. Jetzt muss ich bloß aufpassen mit den Kabeln von den GPS-Empfängern. Die kann man nämlich da vorne ausstecken. Das habe ich nämlich so gemacht, dass die da bloß reingesteckt werden. Und dann kann man nämlich die Motorhaube samt der ganzen Elektrik rausnehmen und dann kann man das nämlich den Schub rausziehen und da ist dann die komplette Elektrik untergebracht. Unten die Titanregler für die CTI-Zylinder, da ist der Torregler, der Kettenregler, drüber der Empfänger und alles sauber verklemmt vom Strom her, vom Akku und alles komplett mit Stecker versehen. So, dass man jetzt da die einzelnen Zylinder alle abstecken kann. Das ist mir nämlich immer sehr wichtig bei so Modellen, dass man einfach alles komplett ausstecken kann. Weil manchmal hat man es halt einfach, jetzt muss ich irgendwas da an der Raupe reparieren und mir stören einfach die Kabeln und die Elektroeinbauten. Und ich werde es gleich sehen, was das für eine schöne kompakte Einheit ist. Natürlich alle Stecker beschriftet mit Nummern und schon hat man nämlich so eine kompakte Einheit, die wo man einfach auf Zeiten legt. Und die Raupe ist nackig. Das da ist die Pendelei, da hinten drin. Seht ihr es?
der Bogen. Wir springen jetzt kurz mal zu einem anderen Video, nämlich beim Bau von der Raupe habe ich auch schon ein bisschen was mitgefilmt. Da möchte ich euch schnell den Bogen im ausgebauten Zustand zeigen und wie ich den auf meiner CNC-Fräsmaschine gefräst habe. Kriegst du mir alles schon. Mittlerweile ist nicht mehr viel überblieben von der Raupe. Das hilft aber nicht, man muss komplett zerlegen, das Ganze. Dabei habe ich jetzt auch gleich wieder da hinter den Zahnrädern eine Buchse reingemacht, dass sie das Zahnrad nicht nach vorne wegschirmen kann, weil wir sonst Spiel ins Getriebe kriegen und die Zahnräder kaputt gehen. Jetzt brauchen wir in die Seitenwangen von der Raupe, brauchen wir jetzt eine Aussparung, weil da geht ja jetzt die Pendelei nachher auf und ab. Und dort auf der Seite brauchen wir dann eine Aussparung in einen Kreisbogen, so wie sich halt das Laufwerk da außen bewegt, weil das geht dann nachher so auf und ab. Und da brauchen wir jetzt die Aussparung, die machen wir auch mit der CNC-Fräsmaschine, dann wird es nämlich am genauesten. Mit der Hand ist das recht aufwendig, man kann sich diese Joaft-Fräsmaschine aufspannen auf den Punkt, wo es dreht, das Laufwerk, dann den Radius und dann mit der Hand ist, aber wesentlich einfacher geht es mit der CNC und auch wesentlich genauer und sauberer wird es. Schon mal die M-Pendelei eingebaut und auch das erste Laufwerkschiff eingebaut. Das Ganze schaut jetzt so aus. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, dass ich die Aufnahme da unten einfach ein bisschen größer mache und in dem M drin die Bohrung einen Millimeter einfach größer mache. Dann erhalten wir ein bisschen ein Spiel. Ihr seht es, ich kann es ein bisschen nach hinten und nach vorne kippen. Minimal nach oben und nach unten, das war aber später auch nicht auffällt und nicht schlimm ist, weil ja beide Laufwerkschiffe drauf sind und das sowieso auf Belastung ist. Aber es kann sich einfach das M in dem U, sage ich mal, in der U-Aufnahme ein wenig hin und her drehen und das brauchen wir, das Spiel, dass das Ganze funktioniert. Ihr seht es, auf der Seite ist jetzt da die Aussparung, die wir brauchen. So schaut es dann auf der anderen Seite aus. Da sieht man es ein bisschen schöner. Da sind dann so ganz normale Kugelköpfe. Habe ich da hergenommen. Die Kugelköpfe, die habe ich gekürzt. Auf das Maß, das wollen wir da brauchen. Das ist ein bisschen eine Umeinanderprobiererei gewesen jetzt. Also in der Art habe ich jetzt die Pendelei auch noch nicht gemacht. Da ist das nämlich ein wenig schwieriger, wenn die originalen Motoren drin sind. Weil da herum geht dann der Zylinder auch noch vorbei für die Hubmechanik. Der muss natürlich auch ohne Probleme noch Platz finden. Also das passt ganz eng, passt es rein, funktioniert aber eigentlich wunderbar. Jetzt kann man eigentlich noch gleich die zweite Seite zusammenbauen, dann zeige ich euch das auch noch. Im Prinzip habe ich bloß in das Laufwerkschiff oben ein Loch reingebohrt, Gewinde reingeschnitten, ein 5er. Dann mit einem Zapfensenker habe ich mir das Ganze angesenkt. Da sie, muss mal schauen, wo ich den Kugelkopf habe. Da ist er. Der Kugelkopf, der hat nämlich da oben einen Bund. Und den Bund, den möchten wir fast ganz versenken, dass wir einfach platzmäßig alles ausnutzen, das man halt ausnutzen kann. Man muss halt einfach überall bei jedem Maß ein wenig scheißen, wo man halt scheißen kann. Den Kugelkopf, den kleben wir uns jetzt da in das Gewinde rein. Dafür nehmen wir wieder einen Loctite her, 243. Das ist ein mittelfester Schraubensicherungslack. Ich nehme meistens
für so größere Gewinde, so M5, M6, nehme ich die mittelfesten her, weil das bringt mir im Nachhinein noch gut auf. Gelernene Sachen, M2, M3 nehme ich eigentlich immer den roten her, den niedrigfesten, so überschüssigen Loctite gleich immer wegwischen, vor allem wenn die Modelle schon lackiert sind, weil der Loctite kann nämlich den Lack angreifen. Dann ziehen wir uns das mit der Zange und der Schlüsselweite, wo da unten drauf ist, ein bisschen vor. Und dann reicht es auch schon. Den Rest macht der Loctite, dass das Ganze fest wird. Befestigt wird dann das Laufwerkschiff nur noch mit einer Schraube. Ja, ich weiß schon, das ist nicht das allerbeste. Normalerweise gehört da jetzt eine Drehzahl gemacht und das Drehzahl da drauf geschraubt und dann das Laufwerkschiff auf das Drehzahl aufgesteckt und außen mit einem Sägering gesichert. Aber das geht in dem Fall nicht, weil das Laufwerk erstens mal komplett anliegt, da auf der Fläche, weil wir sonst nämlich auf unsere Spurbreite nicht kommen. Und das nächste ist, ich kann da außen keinen Sägering nicht hinmachen, weil da außen, da kommt nämlich da so eine Tragrolle noch drüber. Also das ist alles, das ist halt jetzt optimiert auf das Modell, auf das bestehende Modell. Wenn ich selber sowas bauen darf, dann darf ich es anders bauen, bin ich ganz ehrlich. Aber wir haben ja im Prinzip die Vorgabe vom CTI, so wie jetzt das Modell ist, und wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen, ohne dass wir alle Teile komplett neu bauen, weil dann kann ich halt gleich eine komplette Raupen selber bauen, weil die 3D-Druckteile sind ja meiner Meinung nach auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich halte halt von so 3D-Druckteilen von Haus aus nicht so viel. Ich mache sowas lieber aus Stahl, ihr kennt mich, ich möchte alles schweißen können. Weil wenn man nämlich mal was zu kurz abschneidet, schweißt man wieder was hin. Wenn man es zu lang abknien hat, ja, dann schneidet man es halt einfach nochmal ab. Ihr versteht es mir, das ist halt einfach ein Material, wo man ganz einfach damit arbeiten kann, das wo ultimativ voll aushält, wo große Fehler verzeiht. Und wie gesagt, wenn man es mal zu kurz abschneidet, dann schweißt man wieder was an, auf ganz dumm gesagt. Und es hält aber trotzdem. Das war bei Plastik, wenn ich das mit Sekundenkleber zusammenklebe, ja, was soll das halten? Das hält meine Anforderungen nicht zustande. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir den Kugelkopf da reinbringen. Dafür machen wir jetzt das eine Laufwerk komplett ausfedern und das andere ein. Und dann passt das auch schon zusammen. Da gehört jetzt noch der Sicherungssplint, der wo da original drüber ist, viele werden erkennen, der gehört jetzt noch da noch eingefadelt. Ihr seht es, da ist extrem wenig viel Platz. Das werde ich nachher gleich ohne euch machen, weil da werde ich bestimmt einen Haufen fluchen müssen. Aber es geht, ich habe mir auf der anderen Seite nein gebracht. Man kann ja schon reinfrimmeln mit der Spitzzange und mit einem Schraubenzieher. Jetzt schaut her. So funktioniert das Ganze. Jetzt haben wir nämlich eine Pendelei in dem Modell. Ich finde, dass die gut funktioniert. Ein bisschen spießt sie jetzt da auf der Seite noch der Lack da dazwischen. Da muss ich den Lack noch ein bisschen entfernen, der oder auf der Seite drauf ist. Ihr seht es, da sind dann gleich ein paar Spuren drin im Lack vom Umeinanderpendeln. Das zwickt sie jetzt noch ein wenig. Man muss halt die Schraube mit der Kontermutter versehen, dass man das einsteigen kann. Das Spiel, das wo da drin ist, in der Breite. Dass sie in der Breite nicht recht viel weiter auseinander und zusammen kann, wird sie auch durch die zwei Punkte da gehalten. Also normalerweise die zwei M3er Schrauben dahinter reichen schon, weil was soll das Modell Gesamtgewicht haben? Das wird nie 20 Kilo erreichen können, das Modell, selbst wenn wir alles aus Blei machen. Das ist jetzt das Spiel, das wo ich gesagt habe, da drin in der Welle. Das ist halt das minimale Spiel, das wo wir auf und ab haben. Das macht aber gar nichts, weil das Spiel, das hilft uns einfach, dass das da drin einfach funktioniert. Weil wenn man das jetzt konstruieren möchte, dass es perfekt, wie soll ich sagen, das ist jetzt verkehrt gesagt perfekt, weil es funktioniert ja perfekt, aber dass wir das Spiel da nicht erzeugen müssen, dass sich das so ausgleicht, dass man das so konstruiert, das war halt ein enormer Aufwand und das halt wieder in das Modell da nicht so reinpassen. Wenn einer einen Tipp hat, kann es gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin über jeden Tipp immer dankbar. Ich glaube aber, dass das eine gute Lösung ist, wie man relativ schnell aus dem Modell
ein Modell macht mit pendelndem Laufwerk, das wo finde ich auch absolut notwendig ist, weil sonst einfach das Modell wenig Grip nur erzeugt. Ich baue jetzt die ganze Raupe nochmal zusammen und dann schauen wir uns an, wie die Pendelei funktioniert und arbeitet. Der Riesenvorteil von dem pendelnden Laufwerk ist natürlich erstens, weil die Raupe geländegängiger wird, weil immer im Prinzip die Kette am Boden ist. Wenn jetzt die Kette starr war und es da Unebenheit kommen, da hat ja die andere Seite auch mit ausheben. Und dann da es im Prinzip wie so ein Dreirad hin und her kippeln und hätte halt nicht den Grip, wie wenn einfach die Kette sich ausgleicht. Und das nächste ist natürlich, wenn man im Gelände beim Schieben ist, das Schild ist jetzt parallel zum Boden, jetzt hebe ich eine Seite die Kette hoch und das Schild bleibt immer noch parallel zum Boden. Das ist eine minimale Verdrehung, die wo im Schild ist, aber wirklich nur minimal. Kann man mit dem Auge fast gar nicht sehen. Wenn man es misst, ist es ungefähr ein Millimeter circa, aber den kann man verzeihen, weil wenn nämlich das Laufwerk starr ist und nicht pendelt, dann kippt ja die ganze Raupe. Und dann tut man natürlich beim Planieren, wenn man mit der Raupe irgendwo eine ebene Fläche herrichten will, sofort mit der Ecke von der Schaufel, die wo weiter nach unten zeigt, Riefe reinmachen und dann im Prinzip das ganze Geländeniveau seitlich verschieben. Man kann zwar das natürlich schon mit Tilten vom Schild ausgleichen, weil die Raupe hat ja die Tiltfunktion vom Schild, aber währenddessen, dass ihr im Gelände fahrt, ihr merkt das nicht. Ihr fahrt irgendwo über den Brocken drüber und der braucht da bloß vorne, ganz vorne am Anfang von der Kette sein und ihr fahrt da drauf und schon verändert sich die Neigung vom Schild. So schnell könnt ihr während einem Schubbetrieb den Tilt gar nicht nachstellen. Ihr habt im Prinzip sofort in einer Ebenenplanie eine Ecke rausgemacht. Und das passiert einfach mit dem pendelnden Laufwerk nicht mehr. Für mich ist aber einer der größeren Vorteile, dass einfach die Raupe viel mehr Grip hat im Schubbetrieb und somit kann man auch größere Haufen damit schieben. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze noch im Geländetest an. Den werde ich aber recht kurz halten, weil das ist ja nicht mein Modell, sondern ein Tim sein Modell und ich möchte jetzt da auch nichts kaputt machen, weil für meinen Anspruch ist nämlich die Kette zu schwach, weil die Kette reißt nämlich sehr leicht ab, mit dem Originalantrieb vielleicht nicht, aber ich möchte es trotzdem nicht provozieren, dass ich da an dem Modell, das wo mir nicht gehört, irgendeinen Schaden verursache. Zudem ist es auch komplett neu lackiert, ich möchte jetzt da nicht großartig Kratzer reinfahren, das soll der Tim dann selber machen. Was ich noch mache, in Entwicklung ist noch eine Stahlkette für die CTI-Raupe, dann ist nämlich das Problem auch gelöst, mit dass die Kette reißt, dann wird der Schwerpunkt noch ein wenig niedriger, die kommt demnächst und das Modell kriegt noch einen Heckaufreißer, also ein Tim sein Modell kriegt noch einen Heckaufreißer, da bin ich auch gerade bei der Konstruktion und die ersten Teile habe ich schon gefertigt und habe schon ausprobiert. Ein bisschen bin ich noch am Verbessern, weil das nämlich noch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ihr werdet da dazu dann auch noch ein Video sehen.
Ja, ihr habt es gesehen, die Pendelei funktioniert eigentlich super. Ein bisschen Grip-Probleme hat es noch, die Raupe, aber mit einer anderen Kette, mit der Stahlkette, die wo ich noch rausbringe, mit der wird das Modell sicherlich mehr Schubleistung noch haben, zumal die Kettenstege ein bisschen höher werden als wir beim Original und in Verbindung mit dem Brushless-Antrieb, den wo ja schon beim Rappenrauper, jetzt weiß mir fast nicht mehr eingefallen, beim Rappenrauper, als ich einen Rappen eingebaut habe, wird auch das Modell super funktionieren. Ich weiß nicht, ob sich der Tim noch dazu entscheidet, irgendwann einmal die Raupe umzurüsten auf einen Brushless-Antrieb und auf das andere Kettenband aus Stahl, aber ich werde es ihm auf jeden Fall auch empfehlen. Ich glaube, dass er sich sowieso jetzt noch erst einmal gefreut, wenn die Raupe wieder bei ihm ist, weil die ist jetzt eine Zeit lang bei mir gewesen, bis ich das alles angepasst habe, die Pendelei auf den Originalantrieb, weil bisher habe ich noch keine Pendelei nicht gebaut gehabt mit den Originalmotoren. Ihr habt es ja gesehen, es war die M-Form notwendig, dass einfach die Pendelei überhaupt ins Modell reinpasst. Ich möchte mich dann recht herzlich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Vielleicht habt ihr euch das eine oder andere wieder abschauen können. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich ein neues Video rausbringe. Stay tuned, peace and out, habe die Ehre!